Hückelhofen, Türkei, Sarafina Wolny, 28, und ihr Ehemann Peter, 30, schweben im absoluten Elternglück. Ein Foto des passionierten Hobbyanglers mit seinen beiden Söhnen spaltet nun allerdings das Netz. Am 23. Juli brachte die Tochter von Reality-TV-Star Silvia Wolny, 58, die Wolnys, ihr drittes Kind zur Welt. Nach ihren Zwillingssöhnen, die im Mai 2021 geboren wurden, dürfen sich die frischgebackenen Eltern nun auch über eine Tochter freuen. Trotz der spannenden Kennenlernphase mit Baby Hope Angel Silvia wollen Sarafina und Peter aber natürlich auch die beiden Brüder der frisch geschlüpften Erdenbürgerin nicht vernachlässigen. Im Rahmen eines kleinen Fotoshootings ist jetzt ein zuckersüßer Schnappschuss entstanden, der den ganzen Stolz des dreifachen Familienvaters auf Kasai und Emory, beide zwei, zum Ausdruck bringt. Meine Jungs, schreibt der Schwiegersohn von 18-fach Oma Silvia zu dem Beitrag, der ihn im Schneidersitz sitzend mit seinen zwei Söhnen auf dem Schoß zeigt. Überglücklich strahlt das Trio in die Kamera. Die Fans sind begeistert von Sarafinas Männern, dennoch entbrennt in der Kommentarspalte unter Peters Instagram-Post ein Kleinkrieg darüber, ob die Sprösslinge nun ihrer Mutter oder ihrem Vater ähnlicher sehen. Rund 266.000 Fans folgen Peter Wolny inzwischen auf Instagram. Wem sehen Kasai und Emory ähnlicher? Fans sind geteilter Meinung, die zwei kannst du wirklich nicht verleugnen. Sie sind dir wie aus dem Gesicht geschnitten, so die eindeutige Meinung einer Nutzerin. Eine andere schlägt in dieselbe Kerbe und scherzt, wie schön, da sitzen drei kleine Peters. Es gibt allerdings auch genügend Follower des 30-Jährigen, die das anders sehen und das Aussehen der beiden Dreikäsehochs eindeutig ihrer Mama zuschreiben. Kasai und Emory haben Sarafinas Gesicht oder einfach die typische Wolny-Schnute ist dort ebenfalls zu lesen. Bei einer Sache ist sich die Community der wohl bekanntesten Großfamilie Deutschlands aber einig, nämlich, dass es sich um ein wunderschönes Familienfoto handelt, welches unbedingt gerahmt werden sollte. Durch die Geburt ihrer drei Wunder sind Sarafina und Peter nun endgültig im Leben angekommen. Jahrelang hatte das Traumpaar vergeblich versucht, schwanger zu werden. Erst eine äußerst kostspielige künstliche Befruchtung brachte den Erfolg. Im Dezember 2022 klappte es dann auf ganz natürlichem Wege.